Herr Kollege Schmalstich und wir sind uns einig, dass wir alles tun wollen, um zu einer Einigung zu kommen. Dieser Streik hat ja nicht nur Betroffene bei den jeweiligen Tarifvertragsparteien. Das macht ihn ja in gewisser Weise dann auch zu einem besonderen Ereignis, sondern vor allen Dingen bei den Nutzern der Einrichtungen, insbesondere eben im Kindertagesbereich. Und deswegen sind wir uns darüber im Klaren. Und ich glaube auch und hoffe, dass auch die Tarifvertragsparteien sich darüber im Klaren sind, dass man in einer solchen Situation alles tun muss, um zu einer Einigung zu kommen. Deswegen bin ich auch ganz hoffnungsfroh, obwohl es nicht einfach sein wird, denn es handelt sich ja nicht um eine der üblichen Tarifverhandlungen, die wir alle ja schon öfter mitgemacht haben, auf den verschiedenen Seiten, Herr Schmalstich und ich, wo es dann eben ein paar Prozent rauf, ein paar Prozent runter geht. Da geht es um Zahlen, da kann man sich irgendwie dann auch zwischen einigen. Hier geht es ja mehr um einen qualitativen Aspekt, nämlich der Eingruppierung. Das ist ja sehr viel schwieriger und was auch natürlich eine Rolle spielt, ist, man kann natürlich in ein solches Tarifsystem nicht eingreifen, ohne auch zu berücksichtigen, was das auch für andere vergleichbare Berufe, die im Augenblick nicht zur Verhandlung stehen, bedeuten würde. Das sind alles Fragen, die wir klären müssen und die das Verfahren ja auch in der Vergangenheit so schwer gemacht haben, dass es nicht gelungen ist, zu einem Ergebnis zu kommen. Ich darf sagen, dass nach meinem Eindruck alle Beteiligten wollen, dass es zu einem Ergebnis kommt. Und das ist auch das Ziel, wie ich es sehe, der Schlichter. Denn es geht hier nicht nur um Tarif- und Lohnerhöhung, es geht hier auch nicht um Berufsfelder, sondern es geht hier um Tätigkeiten und Tätigkeitsmerkmale. Sie alle wissen, dass es keine leichte Situation ist. Es geht um die Aufwertung der Berufe im Bereich der Erziehung und der Sozialdienste. Und es geht vor allen Dingen auch darum, zu einem Ergebnis zu kommen, damit die Eltern und die Kinder auf der einen Seite nach Abschluss der Schlichtung sicher sein können, dass sie ihre Kinder wieder in die Kindertagesstätten bringen können. Ich bin aus meiner früheren Funktion natürlich mit beiden Seiten vertraut. Ich weiß auch um die Sorge und die finanziellen Nöte unserer Städte und Gemeinden. Wir diskutieren das ja gerade heute auf der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages, auch hier in Dresden. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass die Arbeitsleistung der Menschen in den Erziehungs- und Sozialdienstbereichen, dass die kolossal ist und dass für sie etwas getan werden muss. Aber das werden wir in aller Fairness und Sachlichkeit mit den Tarifvertragsparteien diskutieren. Und ich glaube, es ist im Interesse aller Beteiligten, dass wir zu einer sachlichen, friedlichen Lösung kommen am Ende des 22. Juni dieses Jahres. Die Arbeitsatmosphäre, könnten Sie die beschreiben? Entspannt. Also im Augenblick, weil es ja nur um Formalien gegangen ist, waren alle Beschlüsse einstimmig und ohne große Diskussionen gefasst worden. Sie waren auch entsprechend vorbereitet worden. Es waren hier nicht irgendwelche spontanen Aktionen geplant. Es war mehr als entspannt, weil, ich glaube, jede und jeder im Raum sich auch bewusst war und ist, welche Verantwortung auf jedem Einzelnen liegt. Die Tarifvertragsparteien wissen ja, sie sind aneinander gekettet. Das ist ja wie so eine Ehe, die nicht aufgelöst werden kann. Und dann muss man ab und zu mal einen Eheberater konsultieren. So würde ich das mal formulieren. In den meisten Fällen, ich sage mal in 80-90% der Fälle, jetzt in allen Branchen, über alle Branchen gesehen, läuft es ja so, dass im normalen Verfahren, teilweise auch ohne Streik oder Warnstreiks, man zu einer Einigung kommt. Es gibt aber Situationen, wo es schwierig ist. Das hängt eben damit zusammen, dass entweder das Problem besonders kompliziert ist oder dass die Erwartungen über eine Lösung sehr unterschiedlich sind. Je weiter sie auseinander sind, desto schwieriger wird es. Aber so hätte ich es noch gar nicht gesehen, dass wir beide ein Eheberatungsunternehmen aufmachen. Ja, können wir ja noch machen.